Um mit dem Scharfschützen von Level 16 auf Level 17 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr töten, indem wir aus der Hüfte feuern. Ultra dumm. 2x2 Gegner mit jeweils 2 Kopfschüssen mit 2 unterschiedlichen Waffen töten innerhalb von 8 Sekunden und einmal 2 Scharfschützen innerhalb von 8 Sekunden töten, während wir entdeckt wurden und ohne selbst getroffen zu werden. Also diese Aufgaben sind wirklich durch die Bank ultra dumm. Gut, die zweite geht noch, aber ja, der Rest ist echt dumm. Ich habe auch keine Ahnung, ob jetzt diese Scharfschützen-Kills, ob die auch zählen, wenn die durch Simultanschussdrohnen ausgeführt werden. Hier haben wir einen Scharfschütze und da ist noch ein Scharfschütze. Da könnten wir es direkt ausprobieren. So, Simultanschussdrohne. Wo ist er? Wahrscheinlich zu weit weg. Hallo Wildschwein. So, den da hinten. Oh, ist knapp an der Reichweite. Simultan Schussdrohnen haben ja eine maximale Reichweite von 200 Metern. Wo ist denn der Knecht hier? Hä, wo ist er hin? Der war doch eben noch da. Ah, der steht da unten. Kann ich den durch die Wand markieren? Geht das? Ja, geht. Habe ich jetzt auch den Scharfschützen markiert? Nicht, dass ich aus Versehen jemand anderen markiert habe. Ja. Sehr gut. Dann lassen wir uns mal entdecken und hoffen aufs Beste. Ich darf halt nicht schießen, so lange. Denn ansonsten feuern die Simultanschussdrohnen auch und dann sind unsere Gegner weg. Hallo. Hallo, ich bin hier. Hallo, ihr da. Hallo. Ja, das hat funktioniert. Die Frage ist jetzt nur... Ah, toll. Ich habe nur einmal getroffen, aber okay. Ich würde jetzt gerne aufgeben, aber es geht mal wieder nicht. Muss ich halt warten, bis ich wiederbelebt werde. Aber sehr gut. Das Scharfschützen-Ding haben wir erledigt. Fehlen noch die anderen beiden Aufgaben. Die nicht minder dämlich sind. Ja, komm, töte mich. Töte mich! Danke. Entdeckt worden zu sein, ist auf Schwierigkeitsgrad extrem, nämlich extrem ungünstig. Aber mit Hilfe der Tarnung von Operation Mother könnten wir das hinbekommen. Die Nachbarn hämmern wieder leise. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Insofern der Ladebildschirm irgendwann mal... Ja, geht doch. Wo sind wir? Ah, hier. Ah, okay. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Wir bleiben einfach so lange erstmal bei der Erzaufbereitungsanlage. Oh, scheiße. Nicht schlecht, Boss. Und dann... Das Spiel sieht halt einfach immer noch schön aus, ne? Gut, da hinten die Hügel jetzt nicht so, aber... An und für sich, das Licht und so, ist ja schon schön. So. Einem kann wirklich das Blut in den Adern gefrieren. Runter! So, das war einer. Den, der das Schwein umlegt. Wir wissen ganz genau, dass wir hier sind. Vorsicht, jemand! Der Feind operiert in unserem Sektor! Die WLP will die Biege machen.
Das war die zweite Aufgabe. Nur möglich dank Tarnung. Also erst Operation Motherland abschließen. Oder zumindest die Tarnung freispielen und so weit aufwerten. Ich brauche nur Sichtkontakt, dann ist es vorbei. Ich werde den Hurensohn raustreiben. Das war einer aus der Hüfte. Ein Gegner aus der Hüfte. Das war der zweite. Uiuiui. Nachladen. Nee, nicht die Kampfdrohne, bitte. Ich hab nichts dagegen. Das war der dritte. Ich bin ein bisschen. Oh, wei. Ich wollte sagen, ich bin ein bisschen verletzt. Bin vielleicht auch gleich ein bisschen tot. Vielleicht hält die Tarnung ja so lange, bis ich hier geheilt bin. Aber es sieht gut aus auf jeden Fall. Wir kriegen das hin. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Leben. Oh Mann, nicht die Gegner töten. So, gehen wir mal da raus. Wer schießt denn da? Alter, die Waffe schießt halt aus der Hüfte überall hin, außer dorthin, wo ich hinziehe. Aber so ist das halt, ne? Aus der Hüfte. Vor allem mit Scharfschützengewehr. Die hätte ich brauchen können. Zwei Gegner aus der Hüfte brauchen wir noch. Besseren Überblick. Schauen wir mal. Da unten haben wir einen. Steht direkt da. Hallo. Jawohl! Damit sind wir auf Level 17. Nice. Nur ein bisschen verletzt, aber wir sind auf Level 17. Heilige Scheiße, war das dumm.